Bullen kurz rufen, Bro. Leon, wir würden dir jetzt gleich ein Uber rufen. Du bringst eine Mütze mit, eine Maske. Zieh dich am besten an wie ein Ultra-Fanboy einfach. Wie ein richtiger Fanboy. Haben wir Revis Merch hier? Ich glaube, wir haben Revi-Merch irgendwo noch. Keine Ahnung. Oder dann ziehst du ein Beastboy-T-Shirt, Pullover hier an oder so. Dann holen wir dich hier ab. Dann läufst du einfach kurz runter und wir machen den ganzen Rest, okay? Okay, sehr nice, Bro. Ich schicke dir die Adresse. Mach so schnell du kannst am besten. Ja, Mann. Kuss, Bro. Vielen, vielen Dank. Mütze und Maske nicht vergessen. Danke, ciao. Ja. Okay, Leute. Wir hatten gerade ein Video geplant. Das war übel der Müllhaufen. Das war wirklich, also, Revi, sorry, aber das war, also, es war kein Müllhaufen. Vielleicht machen wir es trotzdem noch irgendwann. Aber es war sehr schwer, jetzt auf die kurze Zeit das aufzutreiben. Ich habe jetzt Leon gerufen. Wir werden Revi jetzt richtig, richtig hops nehmen. Okay, und zwar werden wir, ich habe jetzt Leon angerufen, Shortbread, den kennt ihr wahrscheinlich, und den werden wir, das wird ein Fan sein, der einfach bei Revi unten reinläuft, ihn filmt und dann wieder rausläuft. Das Gute ist, Revi ist auch gerade am Streamen, das heißt, wir können die Reaction auch live direkt sehen. Erstens das, zweitens werden wir draußen sein, oder wir können sogar einfach draußen hinsetzen oder ja, so. Ja, irgendwie sowas. Und werden da unsere Reaction auch filmen mit der Kamera, und Revi wird denken, es war irgendein Fan, der ins Büro unten reingelaufen ist oder so. Man kommt hier eigentlich nicht rein, ihr braucht es gar nicht versuchen, aber wir lassen Leon natürlich einfach rein. Ich hoffe, es klappt, Digga, wir machen das jetzt einfach, natürlich weiß Revi nichts davon, macht Sinn, also... Das, bist du nervös? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich zieh auch schon. Ja, dann blasen wir mal den an und dann hau ich rein. Rein. Was hast du gesagt gerade im letzten? Ciao. Tobi, kurze Frage. Was glaubst du, wie schlimm wird das für Sebastian gleich werden? Digga, ich bin selbst aufgeregt und das Ding ist, Sebastian hat wirklich immer Angst davor gehabt, dass irgendjemand da unten reinläuft. Wir werden die GoPro irgendwo noch platzieren, ich weiß nicht wo. Spannend, ich hab hier gegen die Wand geklatscht. Ich weiß nicht wo. Für Video? Kannst du werfen kurz? Ja, was denkst du? Wie wird's laufen? Also ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es richtig verkackt, dass es gar nicht funktioniert. Ja. Tobi? Ja, geht weiter, Tobi. Sag ruhig den Leuten mehr. Kann man sich hier dranhängen? Nein. Tobi. Oder du prankst mich mit Leon und Revi zusammen. Oder ich prank dich mit Leon, Revi und mir zusammen. Du hast... Oder ich... Fast in die Tür gelaufen. Oh. Tobi hat gerade den unglaublichen Plan gemacht, dass wir diese GoPro... Ich muss, Bro, das Ding ist, guck mal, Revi hat Noise-Canceling-Kopfhörer auf, plus der Monitor hängt so hoch, das heißt, er sieht nichts. Ich kann die Tür aufmachen und mich hinkriechen und dann irgendwie die GoPro reinmachen. Genau. Ins Zimmer, genau, so. Genau so. Aua, es tut weh. Und dann, falls er irgendwie out of stream geht, haben wir die Reaction auch noch drauf. Glaubst du denn, du kriegst es hin, jetzt runterzugehen, die GoPro zu verstecken, ohne dass er... Ich mach das erst, wenn Leon da ist, weil ich muss auch starten. Und so viel Speicher haben wir nicht, Julius. Der Speicher wächst auch nicht auf den Bäumen, ne? Leon, wo denkst du denn, wo der herkommt, der Speicher? Ja, von Bäumen. Achso. Kevin. Paula, das ist für dich. Wir haben dich verarscht. Und jetzt rechnen wir uns an Sebastian. Julius hat dich verarscht und ich werde die GoPro gleich verstecken. Leon ist gleich da. Wir rechnen uns an ihm. Wir sehen uns. Wir rechnen dich. Okay, Freunde, Leon ist jetzt da. Leon, wie geht's dir? War das dein ersten Corona-Test auf Abstand? Den letzten, den hatte ich vorgestern. Perfekt, wir hätten dich danach testen können. Leon hatte vorgestern seinen Corona-Test, die Maske. Die lässt du gleich für den Prank einfach an. Wir ziehen dir Beastboy-Hoodie an. Und du machst Kapuze einfach auf und dann passt das. Zieh dir einfach den Ding. Der sieht cool aus. Den will ich auch rocken, ja. Okay, Leon, ich muss gleich meine GoPro unten verstecken. Also für die Reaction. Julius. Oh Gott, Alter. Digga, wir sind schon so nervös die ganze Zeit. Weil das Ding ist, der kennt den Hoodie und der weiß, dass Fans diesen Hoodie tragen. Und dann ziehst du einfach Kapuze auf und dann sieht man erstens, dass nicht wir das sind und zweitens, dass er vielleicht ein Fan sein könnte. Okay, du kannst deinen Beutel anziehen, der ist auch Baba eigentlich, passt gut. Okay, pass auf, ich werde jetzt runtergehen, ich versuche die GoPro unauffällig zu verstecken, Bro. Soll ich oben warten? Ja, ne? Du warst mit Leon hier. Dann werden wir rausgehen, pass auf, ich zeig dir kurz was. Also das mache ich off-camera, ich zeige Leon kurz den Fluchtplan. Du gehst dann einfach kurz rein, gehst ums... du warst schon unten? Nee. Wenn du reingehst, dann siehst du den Schreibtisch hinten, dann gehst du kurz ums Eck. Akani wird dich vielleicht anbellen, aber der beißt nicht, keine Sorge. Dann gehst du kurz ums Eck und dann filmst du ihn einfach mit deiner Handykamera in die Fresse einfach. Baust kurz Augenkontakt auf, so kurz wie es geht. Und dann düst du einfach wieder raus, so ein bisschen hektisch und sprintest, also gehst dann hoch und ich zeig dir den Weg dann, wie es rausgeht. So. Ja, okay, auf Leon auf jeden Fall, schaut bei ihm vorbei und wir verlinken ihn in der Beschreibung. Er ist auf Ehre gerade einfach komplett flott hier. Ich brief Leon kurz, da geht's los. Hau rein, wir gehen. So, weg. Und erstmal gibt's. Und jetzt, oh ah! Oh ah! Ah ah! Oh ah! Das ist eine Legende. Ja, wäre auf jeden Fall top. Rust. Meine Freundin muss Rust spielen. Okay. Ja. Achso, nee. Ein
ein Ritterposter über dem Fernseher, Alter. Der Typ hat sich nicht dran gehalten um eins an der Tanke. Tobias, ist geschafft. Bro, ich hab die ganz weird geplaced, Alter. Ich war drin im Zimmer, ich war schon. Ich hab die neben der Tür direkt, die ist richtig auffällig da. Okay. Vielleicht kannst du die einfach gleich, wenn du wieder hochläufst. Nee, lass ihn da. Wenn Sebastian hochrennt, der sieht die direkt, Bro. Ja, aber der checkt das die nicht. Die liegt an der Wand. Ich hab die in die Tür rein, bin so, hab die da hingelegt, man sieht der vielleicht. Der checkt das aber nicht. Wenn der denkt, dass hier jemand drin ist, der checkt das nicht. Wir haben hier den Stream. Also. Bist du ready, hast du Bock? Ja. Den Stream, den seht ihr eingeblendet. Wir werden uns jetzt dann verpissen. Ich zeig dir den Weg. Nee, ziehst Handykamera raus, ich zeig dir kurz den Weg rein. Das zeig ich den Leuten natürlich nicht. Noch kurz damit Sebastian Leons Augen nicht erkennt, einfach noch Tobis Brille aufgesetzt und Kapuze. Ja, Mann. Also sieh mal, ist eine UV-Brille. Ich trag keine Brille. Du trägst eine Brille. Ich bin nicht so blind wie du. Viel Glück, Bro. Warte, kurz 20 Sekunden. Wir gehen kurz raus, machen Streamer. Okay, perfekt. Okay, Tobi. Okay, Digga, wir du bekommst jetzt Werbung. Wir gucken den Streamer. Oh Gott. Zoom mal auf sein Face. Bin ich nervös, Junge. Oh, okay. Kommt Leon hier raus? Ich hab gesagt, er soll hier oben dann raus. Ja, mein Herz ist so am Pumpen. Komm, das findest du lustig. Ach, Alter, mein Herz. Digga, das ist... Mann, ich dachte, da war's gerade. Hat er Karo auf den Boden gefallen? Hä? What the f? Hä? Hä? Guck weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mom. What the f***? Bist du hier angekommen? Ich stehe da weg. Hat er es gecheckt? Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Was ist passiert? Was hat er gemacht? Der Akadi rast. Ist er hinterher gerannt? Ja, der rast gerade mit oben. Ist er erst gut bei Regen? Was soll das, Jan? Akadi. Er hat ein Messer genommen, glaube ich. Was, echt? Was hat er gesagt? So Schiss haben der Arme, Bro. Eigentlich müssen wir jetzt auch runter uns auflösen, oder? Was sagt er? Was ist los? Ja? Ja? Hier, du bist auch so nervös? Ich glaube, ich muss die Bullen kurz rufen, Bro. Oh nein, oh mein Gott, Scheiße! Zurück! Und oh! Sorry! Mach schnell die Tür auf! Was ist passiert? Jemand eingebrochen? Ja, so ein Zirka. Was? Oh no! Mann, warum sind da so viele Türen? Was? Hä? Hey, was ist passiert? Was ist denn? Erstmal TikTok weitermachen, oder? Junge! Oh mein Gott, ihr Wick! Ich hab ihn nicht erkannt! Alter, es tut uns so leid! Bro, wir haben keinen gefunden, es hat geregnet. Wir haben jetzt nur spontan einfach so einen Prank aufgehasselt. Ey, Digga, no joke! Leon ist testet, keine Sorge, wir haben schon abgeklärt. Ich hab ihn aber auch eben nicht erkannt, Alter, wegen was, der Maske. Was? Nein! Digga! Ey, Bro, no joke, ich war kurz davor, von oben den Basie zu holen. Ja, ich hab ein Messer genommen. Was? Hast du ein Messer genommen? Nein. Also aber ich dachte, du hast irgendwas geholt. Digga, ich war, no joke, kurz davor. Ey, what the fuck? Ey, das könnt ihr nicht machen, so. Junge, what the fuck? Ey, nicht. Akani, hör auf jetzt. Du musst doch überlegen, bei Simon ist gerade passiert und so. Alter, ich dachte gerade. Ja, wir waren nervöser als du, glaube ich. What the fuck?
Alter Junge, ich schwör's euch, ich Dicker. Ihr kriegt richtig Angst. Ey, Tobi und Julius haben einfach einen Homie von uns. Der hat aber. Du hast. Erstmal hatte er den Beastball-Hoodie. Wir haben alles angezogen, alles vorne. Alter. Ich glaub, er nimmt dich wirklich als Bedrohung. Ja. No joke. Er hat erst mit dem Handy reingekommen und hat gefilmt, Bro. Ich schwöre dir, ich hab oben einen Baseballschläger. Ich wollte den gerade holen gehen und wenn er noch mehr reingekommen, ich hätte draufgehauen. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Hä, aber war der schon in deinem Zimmer drin oder was? Der ist in meinem Zimmer reingekommen und ich habe ihn zuerst nicht richtig erkannt. Ich dachte zuerst, es wäre T gewesen, was mich übergewundert hat, weil ich hab nur so ganz kurz gesehen, blonde Haare und Maske, Corona-Maske. Ja. Und da bin ich hinterhergerannt, Digga, und dachte so, what the fuck? Dann hab ich ihn noch festgehalten, hab die Tür wieder zugeschlagen und so, what the fuck, wie bist du hier reingekommen? Bro, no joke, ich war gerade auf 100. Erstmal hätte ich sofort die Bullen gerufen und zweitens, wenn jetzt noch einer hier reingekommen wäre, ich hätte einen Schläger zugehauen. Ich sag's euch, wie es ist. Guck mal, Kani. Ui. Ja, da geht doch mal jetzt schon Angst, dass der Digga, und dann noch on stream, Alter. Vor allen Dingen, nee, es ist no joke nicht gescriptet. Also, ich wusste ja nichts davon. Als ob ich so reagiere, wenn es gescriptet ist. Das kannst du ja nicht faken, Digga. What the f***? Das Ding war eigentlich, Akani, komm mal her. Eigentlich hatten die Jungs heute folgendes Video geplant gehabt. Sie wollten eigentlich in die Stadt gehen und Leute fragen, mit zwei Bildern von mir, was halten sie von diesem Mann? Und ich muss quasi erraten, was wäre die Reaction von diesen Leuten, ja? Aber da es jetzt angefangen hat zu regnen, haben sie nicht genug Leute gefunden und sie haben spontan gesagt, okay, dann verab' ihn halt, Digga. Und es ist halt komplett aufgegangen. Ja, mein Herz hat so... Alter, wir waren so... Ey, du hast mich sogar gesehen eigentlich. Ich hab ihn gesehen, er ist rausgegangen. Ja, einmal ganz kurz stand raus. Ey, du hast mich gesehen, wir standen einen Meter neben dir. Digga, ich musste direkt wieder runter, ich wollte runter, aber ich hab mein Handy unten, ich hätte die Bullen gerufen und dann hätte ich mir Basie genommen und draufgeschlagen. Digga, ich sag's dir, das ist rein, so Bro. Knapp, da können wir wirklich also schnell rein, Alter, da kommt ich hab das mich halt gewundert, weil das Ding ist, man muss durch vier Türen mit dem Tor, um hier bei mir unten reinzukommen und oben die drei Türen sind alle abgeschlossen. Einfach Stream-Sniper IRL. Ich wär fast draußen hinterhergelaufen, no joke. Stell dir mal vor, ich wäre hinterhergelaufen, hätte ich geschlagen. Ich hätte das gemacht. Ich dachte, du bleibst irgendwie hier unten. Also ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass du direkt hinterher rennst. Ja, nein, das ist so ein initial thought, natürlich. Ja, keine Ahnung. Weil ich da nochmal überdacht habe, ich so, hey, Moment mal. Ja, okay, aber willst du einen Fan im Beastboy-Hoodie boxen? Natürlich würde ich einen Fan boxen. Bro, no joke. Wenn doch jemand hier reinkommt und meine Privatsphäre, wer die Streame so krass stört, das ist Hausfriedensbruch, Bro. What the f***? Aber ihr habt mich gut hochgenommen. What the Alter. GG's, man. Oh mein Gott. Junge. Hallo YouTube. Ja, lustig. Chat, lustig. Wir machen kein Video draus. Nee? Das wird das privat. Dann lassen das viel Spaß, Digga. Ich guck mal, ich hab auch direkt in die Gruppe geschrieben. Ich hab in die Gruppe geschrieben. Hier kam jemand rein, like, what the f***. Ey, Junge. Jetzt mal no joke, Philo. Als würdest du nicht direkt, wenn jemand bei dir plötzlich im Privatesten ist, Digga. Klar. Aber du bist dann aber zurückgegangen. Ich bin zurückgegangen, um mein Handy zu holen und einen Baseballschläger. Ja, man hat ja Todesangst. Ja, Digga, da musst du... Also das Ding ist, du weißt ja nicht, ob der wiederkommt. Ich hab abgeschlossen und ich war mir sicher, aber ich hab draußen noch eine Person gesehen. Ja, das war dann wahrscheinlich ihr. Ich hab's aber nur im Augenblick gesehen. Dachte, okay, das sind zwei Leute. Safe kommt die Person nochmal wieder. Oh, Digga, du bist auch so... Ja, Digga, Leon kommt rausgelaufen. Ja, Akani checkt nicht. Akani denkt, no joke, Akani hat's halt auch als Bedrohung wahrgenommen. Richtig krass. Ah, guter Hund. Ist gut. Bringt nur leider nicht so viel. Wir hatten da eine GoPro liegen, Stream haben wir, die Kamera haben wir und Leons Handy. Ich würde euch jetzt bitten, nach Hause zu gehen, alle. Ja, mit der Karte kurz gehen. Was? Das wäre super, ja. Okay. Mach's gut. Tschüss. Oh man. Okay, lass uns hier weiter gucken, Alter. Ich bin. Scheiße.